Willkommen zu meinem kleinen Tutorial und zwar einen schnellen Bugfix. Wir wollen nicht, wir sind sogar dabei. Und zwar haben wir uns meinen Blick zur Localhost. Und zwar haben wir uns ja hier diese Navigation gebaut. Beziehungsweise den Editor mit ein hier. Diesen Editor hier mit eingebaut. Wenn wir hier Seitennamen und so weiter reinschreiben und hier mein Bild verwenden hier. http://localhost ist bei mir jetzt nur Test. Bild.jpg und auf OK klicken. Dann sehen wir das Bild hier. Und hier sehen wir den ganzen Quellencode. So, wenn wir jetzt hier auf Speichern klicken, dann sehen wir das hier auch. Wenn wir jetzt hier auf Seite Speichern klicken und hier draufklicken, Bild, dann sehen wir nur das. Also da sehen wir nicht viel von. Und wenn wir in die Datenbank gucken, Wunschbox. Ach, nicht Wunschbox. Hier. Dann sehen wir, dass das hier drin ist. Aber halt abgeschnitten. Hier ist nicht mehr drin. Das wollen wir jetzt mal fixen. So. Aber ich glaube, ich habe noch einen anderen Bug gefunden. Den gucke ich mir mal zuerst an. So. Nee, ist doch kein Bug. Das ist der Bug, den ich gerade gesagt habe, mit dem Design hier, also mit der Anzeige des Bildes. Und zwar lösen wir das Problem jetzt wie folgt. Wir gehen wieder in die Vorschau. Machen uns ein Text Area. Unter Formular. Text Area. Nennen das Editor. Beziehungsweise erstmal nur Editor. So. Und dann kopieren wir uns da die folgende Zeile rein. Die hier. So. Text Area. So, hier. Und geben ihm den Namen Inhalt. So, dann löschen wir die hier unten. So, jetzt ist es allerdings, man kann, wie man sieht, ist das Text Area trotzdem da. Das kann man verstecken. Und zwar machen wir zu Style. Ich mache den Style jetzt mal hier ran. Display. Und dann None. So. Jetzt müsste das weg sein. Probieren wir es mal aus. Hochladen. So. Klicken wir wieder auf. Moment, ich mache die Datenbank einmal leer. So, klicken wir wieder auf unsere Bereiche. Schreiben wir was rein. Home. So, nehmen hier unser Bild. Wo ist es hier? Localhost. Na klar. Localhost. /bild.jpg. Dann haben wir das hier. Klicken wir auf OK, speichern. Dann sehen wir das so. Nicht Grafik anzeigen. Gucken wir uns mal den Quellentext an. Und wie wir sehen, sehen wir hier ist jetzt nicht. Also hier ist jetzt nicht das Text Area Feld zu sehen. Das haben wir jetzt versteckt. Hier ist es. Es ist halt versteckt. Und
Und wenn wir jetzt auf Save klicken, sehen wir, er hat es hier auch gespeichert. Hier ist das Bild. Und hier sind auch die Farben drin. Das ist nur ein schneller Bugfix. Es tut mir leid. Das hatte ich vorher nicht mit bedacht. Aber hier ist halt die Lösung. Und ich wünsche euch viel Erfolg damit. Und bei Fragen, Fragen.